Hallo meine Lieben, herzlich willkommen auf dem Kanal Herz und Seelentarot. Schön, dass du heute dabei bist bei dem kurzen Tagesimpuls hier auf YouTube. Auf Instagram gibt es natürlich auch die kleinen täglichen Botschaften. Hier an der Unterseite, ich habe vorgemischt, sehen wir jetzt gerade das Ass der Kelche. Das steht natürlich für Gefühle, für Überfülle, für eine wundervolle... Soll ich direkt eine Legung machen oder soll ich das deuten? Also ein wundervoller Tag kann kommen, wird wahrscheinlich kommen. Wir schauen mal, was darf ich da genauer zu wissen? Eine Botschaft für den heutigen Tag. Das waren definitiv zu viele Karten. Okay, eine Botschaft für den heutigen Tag. Was erwartet uns? Ah, das ist doch schön. Die Hohepriesterin und die zwei Stäbe. An der Unterseite haben wir hier noch die acht Stäbe. Also auch der Wind, der kommt. Wir haben hier das Geben und Nehmen. Wir haben hier den Ausgleich. Also irgendwie haben wir es heute mit den vielen Karten, ne? Das sind wieder so viele Karten. Kann ich ja gar nicht alle zusammen deuten. Okay. Die nehme ich jetzt aber, weil ich hier eine Deutung sehe. Wir haben hier eine Verbindung. Wir haben hier ebenfalls zwei Personen auf der Karte des Teufels. Wir haben hier die Hohepriesterin und die zwei Stäbe. Die stehen natürlich auch für zwei Säulen jeweils. Wir haben hier Heilung, die kommt. Wir haben hier ebenfalls auch die Wunscherfüllung, die kommen kann. Die Kommunikation, vielleicht tatsächlich aber auch ein richtiges Treffen. Ein Treffen, das Heilung bringt. Es geht hier darum, eine Verbindung, wo es wahrscheinlich sehr viel hin und her gab. Ja, danke schön. Ich wollte jetzt gerade mal eine Karte für den Teufel haben. Wir haben hier eine Verbindung, wo es wahrscheinlich mal etwas hin und her gab, wo jemand nicht so richtig wahrgenommen wurde, vielleicht du nicht oder aber auch dein Gegenüber nicht. Aber da kommt der Wind rein, da kommt ein neuer Richtungswechsel herein. Positive Wende kommt herein. Ja, definitiv. Man hält noch an dieser Verbindung fest, das sehe ich hier. Beide Seiten sind noch miteinander verkettet. Ja, auch trotz, dass man hier diesen Punkt miteinander hat, man kommt immer wieder zueinander. Man findet immer wieder zueinander. Die Karte möchte ich ebenfalls zeigen. Und hier kommt Berechtigkeit. Gut, hier kommt Gerechtigkeit herein. Hier haben wir nochmal die, nochmal die acht Stäbe an der Unterseite. Okay. Ja, das lasse ich jetzt so. Wir haben hier eine gute Chance, dass es in Verbindungen positiv weitergeht. Also ich merke gerade auch im Hintergrund, wie die Sonne schön scheint. Die Sonne kommt herein. Da brauche ich fast gar keine Kerzen, aber die Kerzen habe ich ja trotzdem immer wieder gerne an. Wir haben hier diese Verbindung mit dem Teufel. Da muss jeder für sich selber schauen, was eine, ich sage jetzt mal, teuflische Verbindung ist. Was sind so die Schattenthemen? Wo ist man mit jemandem gefangen? Wo gibt es vielleicht immer wieder dieselben Prozesse? Aber trotzdem findet man immer wieder zusammen, weil man sich irgendwie, habe ich das Gefühl, auch liebt. Hier der Stern steht auch für starke Gefühle. Und da kommt auch Gerechtigkeit rein. Wenn ich das hier so schaue, hier sitzt jemand, der hat den Blick hier auf diese drei Kelche, aber sieht hier diesen Kelch nicht, der gereicht wird. Und am Anfang haben wir ja den einen Kelch gesehen. Du bist so ein Kelch und wenn dich jemand so nicht sieht, dann geh entweder weiter oder ja, stell dich genau vor seine Nase. Es kommt ja trotzdem irgendwie immer wieder zu Verbindungen. Ja, ich würde sagen, der Blickwinkel muss ja definitiv mal gewechselt werden. Nicht nur von dir, sondern auch von deinem Gegenüber. Die Anfangsenergie haben wir hier auch sehr spirituell. Ich glaube, das kannst tatsächlich du sein, dass du auch sehr gute Verbindungen zu vielleicht auch Engeln hast. Vielleicht bekommst du tatsächlich auch Botschaften von Engeln
in Form von Federn, Zeichen oder sonstigen. Wir haben hier den Wind, der da reinkommt. Der Wind, der positive Richtungen weist, der Gerechtigkeit bringt. Und letztendlich dann auch, wir schauen uns mal hier diese Karte genauer an. Wir haben hier zwei Hunde, wir haben hier eine Verbindung. Wir haben hier ein mögliches Treffen nach einem Turmumbruch oder nach Rückzügen kommt es wieder zu Kontakt. Also alles das ist möglich. Die Brücke, die man hier so halb sieht, ist auf jeden Fall da. Die Brücke zum Gegenüber, diese Verbindung zum Gegenüber ist da. Und ich glaube, heute nimmst du diese auch nochmal stärker wahr. Wichtig ist hier auch, bringt in karmische Themen, bringt hier auch in diese Verbindungen die Gerechtigkeit rein, dass beide den anderen auf gleicher Ebene sehen, dass nicht einer etwas höher steht, sondern sich auf Augenhöhe begegnen. Ja, das ist wichtig für euch. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und bis bald.